begrüße euch nochmal zum ersten Berliner Aufstehen-Kongress. Mein Name ist Rainer Ziegler, ich bin Mitorganisator dieses Kongresses. Bevor ich das Podium jetzt vorstelle und weitere Gäste und über den weiteren Ablauf spreche, gestattet mir ein paar Worte über Aufstehen. Aufstehen wurde vor 8 Monaten gegründet. Circa 170.000 bundesweit und circa 8.000 haben sich in Berlin angemeldet. Die Initiatoren erhofften sich, eine Massenbewegung ins Leben zu rufen. Aber nur ein kleiner Teil der eingetragenen Leute konnte aktiviert werden. Obwohl es bundesweit zahlreiche große Auftaktveranstaltungen gab, in Berlin eine zentrale Kundgebung mit über 400 Menschen, in vielen Bezirken mit weit über 100 Teilnehmern, ist es nicht gelungen, mehr Menschen zu gewinnen. Der erhoffte Zustrom blieb aus. Aufstehen wurde keine Massenbewegung, zum Beispiel wie in Frankreich. Unsere Bewegung wurde nicht um ihrer selbst willen gegründet. Es gibt viele schwerwiegende soziale Probleme in unserem Land, wo Protest und Veränderungen notwendig sind. Die Finger wurden von uns schon auf die richtigen Wunden gelegt, aber der Funke ist nicht übergesprungen. Das hat sicher objektive Ursachen, es wurden aber auch viele Fehler gemacht, falsche Entscheidungen getroffen. Ich will das hier nicht weiter vertiefen, darüber wird wahrscheinlich auf dem Kongress jetzt noch diskutiert werden, das wissen wir ja hier. Aber Aufstehen, obwohl oft prophezeit, ist nicht tot. Sonst hätten wir diesen Kongress nicht organisieren können. Und das sind wirklich sehr viele Leute heute hier. Da bin ich auch schon mal froh drüber. Also bundesweit sind wir in vielen Städten aktiv. In Berlin in 19 Bezirken, in Gruppen mit ca. 15 bis 40 Mitgliedern, die sich regelmäßig treffen und eigenständige Veranstaltungen und Aktionen organisieren. Die Bezirke senden Vertreter oder Sprecher einmal monatlich zu einem zentralen Organisationstreffen. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht, zentrale Aktionen beschlossen. Wir haben in den letzten 8 Monaten in Berlin Kundgebungen mit Sarah Wagenknecht mit ca. 1000 Menschen gehabt, haben Aktionstage der Friedensbewegung unterstützt, das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen ebenfalls unterstützt, für gesunde Lebensmittel demonstriert, mit den Gelbwesten in Frankreich solidarisiert. Das Thema Pflegeversicherung und Gesundheit auch in Angriff genommen. Und wir haben vor allem diesen Kongress beschlossen und führen ihn durch. Jeder Workshop, also in den er hereingeht, wurde von einem oder mehreren Bezirksgruppen vorbereitet und hier durchgeführt. Das ist also wirklich basisdemokratisch entstanden. In jedem Workshop sind Leute, die haben sich schon seit ein paar Wochen hingesetzt und haben da ziemlich ordentlich, hoffe ich, durchorganisiert. Also ich hoffe auf lebhafte, konstruktive Diskussion, eine realistische Einschätzung und viele Anregungen, damit es weitergeht, besser als bisher und Aufstehen vielleicht nochmal eine richtige Massenbewegung wird. Also nötig hätte sie unser Land. So ist als Gäste im Saal begrüße ich jetzt erstmal Wiebke Werner, stellvertretende Geschäftsführerin des Berliner Mittervereins, Michael Brütz von Deutsche Wohnen enteignen, Herrn Masserath, Professor für Politik und Wirtschaft. Ein kleiner Applaus, wäre gar nicht mal schlecht. Die kommen nachher noch im zweiten Teil aufs Podium. Also da werden die nochmal besonders vorgestellt und begrüßt. Ich mache jetzt mal so eine allgemeine Begrüßung. Aber ich begrüße jetzt auf dem Podium schon mal Bärbel Lange von der GEW. Laura Labs ist Mitglied von Aufstehen in Neukölln. Professor Paul Steinhardt. Der wird nachher noch extra vorgestellt, du sitzt hier vorne. Und Dieter Küchler, der ist Sprecher von Aufstehen in Köln und auch Mitorganisator dieses Kongresses. Jetzt muss ich mal weiter gucken in meinem Zettelkram hier, was ich hier noch habe. So, als letzten Gast begrüße ich Wolfgang Zanak, Vorstand des Trägervereins.
Wolfgang kam heute zum Kongress, das muss ich nochmal betonen, ob er wahrscheinlich lieber woanders wäre. Nämlich, er hat heute Geburtstag. Sagst du noch was? Ja, lieber Wolfgang, herzlichen Glückwunsch zu deinem Geburtstag. Es ist wirklich großartig, dass du den nicht mit deiner Familie, mit deiner Partnerin verbringst, sondern mit uns hier bei Aufstehen in Berlin. So soll es sein. Das ist richtig, richtig Engagement. Und das muss natürlich auch gewürdigt werden. Und deswegen, es gibt ja inzwischen kuriosesten Weine, habe ich festgestellt. Also ich habe hier einen gefunden, der für dich als Schauspieler, glaube ich, sehr gut passt. Ich hoffe, du trinkst einen guten weißen, grauen Burgunder. Der nennt sich Karl Zuckmeier. Also, für diejenigen, die es nicht kennen, das ist der ein Dramatiker in Deutschland, der zum Beispiel Hauptmann von Köpenick geschrieben hat. Passend auch zu Berlin. Also, alles Gute dir. Ja, auch von unserer Seite nochmal herzlich willkommen nach den Fridays for Future und den Mondays for Economy, jetzt die Sundays for Revolution. Es ist schön, dass ihr den Weg hergefunden habt. Wir haben viel vor heute. Ich hoffe, es wird ein intensiver, anregender Tag. Wir springen direkt rein. Ihr wisst, Sarah Wagenknecht ist nicht da. Sarah Wagenknecht überlässt uns unserer basisdemokratischen Selbstverantwortung. Aber sie hat eine kleine Botschaft für uns, die wir gleich sehen gemeinsam. Liebe Aktive von Aufstehen Berlin, ich freue mich, dass ihr alle heute hier seid. Ich wäre gern selbst bei eurem Kongress dabei gewesen. Leider klappt das nicht, weil ich zurzeit nicht im Inland bin. Aber ich wünsche euch spannende Diskussionen, lebhafte Workshops und gute Ergebnisse. Und ich bin auch sehr gespannt, was herauskommt. Ich hoffe, dass wir gemeinsam noch viele richtig gute Aktionen machen werden. Die Politik in diesem Land gehört unter Druck gesetzt. Es kann nicht so weitergehen. Dafür gibt es Aufstehen. Und ich wünsche euch einen richtig guten Kongress.